Gigawatt. Nee, das ist wohl doch die Leitung, die zum AKW führt. Okay, da müssen wir die doch dran lassen. Sonst ist das AKW abgeknippert, das höchste AKW der Welt. Hoffentlich habe ich mir jetzt hier nicht einen Stromausfall generiert. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory. Vor Update 8, meine lieben Freunde, beim letzten Mal mussten wir eine unglaubliche Hiobs-Botschaft verkraften, als wir die Aufnahme gemacht haben hier in unserer neuen Energiekraftwerksgebäudezone am Strand, dass Jace bei Coffee Stain aufhört. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, ich habe da nochmal so eine kleine Abschieds-Erinnerungsmontage zusammengeschnitten da von der Gamescom. Könnt ihr euch gerne angucken in der Playlist, die immer am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Ihr könnt einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das generell hier feiert, dass wir Sate spielen. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das alles findet, genau. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt hier mal, was sich jetzt hier alles verändert hat. Also einmal habe ich hier jetzt eine Fassade auf der anderen Seite gebaut, bei unserer Strand-Energy- Kraftwerksanlage, unserer Turbotreibstoffanlage, wo wir irgendwie, ich glaube, 17 Gigawatt an Turbotreibstoffenergie produzieren tatsächlich. Irgendwas in dem Dreh war es, glaube ich. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ich muss auch mal genau zählen, wie viel es eigentlich genau ist. Und genau, ich habe ja hier den unteren Innenraum, das habe ich euch ja schon gezeigt, das habe ich ja schon designt. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, ist die neue Raumaufteilung im zweiten Geschoss oder im ersten Geschoss eigentlich, im Obergeschoss. Da habe ich jetzt auch mal eine Raumaufteilung gebaut, zumindest schon mal hier vorne. Hier hinten noch nicht, weil ich da noch nicht ganz sicher bin, ob da vielleicht noch mal andere Anlagen noch reinkommen. Aber ihr seht, ich habe schon auch Lampen platziert, damit die Räume entsprechend auch beleuchtet sind. Ich habe hier den Gang gebaut. Ne? Sieht auch ganz cool aus mit diesen imprägnierten Foundations, wie sich da das Licht spiegelt. Und generell finde ich die Lichtfarbe eigentlich ziemlich cool hier, muss ich mal sagen. Dieses grüne Licht. Das ist ein sehr angenehmer Tön irgendwie. Und er passt auch gut zur Nachtatmosphäre, die wir ja gerade auch wieder haben. Ja, und hier tingeltangelt jetzt alles so über die Bänder. Die Computerproduktion, die läuft jetzt auch. Die ist angelaufen. Die Überschüsse werden entsprechend geschreddert. Deswegen sehen wir hier auch gerade, dass die Bänder nicht vollgelaufen sind. Das ist nämlich ganz wichtig, dass die nicht volllaufen. Damit auch unten der Turbotreibstoff nicht vollläuft, beziehungsweise die Produktion für Gummi und Kunststoff, die darf nicht volllaufen, die muss immer durchlaufen. Die Überschüsse kommen dann erst zum Bahnhof, der jetzt ja auch dieses tolle neue Design hat und so. Die Überschüsse kommen vom Bahnhof, die hier nicht zu Computern oder Platinen verarbeitet werden. Und alles, was nicht im Bahnhof abtransportiert wird, kommt dann in einen Schredder, der am Bahnhof steht. Ja, also so hatten wir das ja beim letzten Mal gemacht. Ich habe hier auch nochmal eine Straßenbeleuchtung aufgebaut vor der Anlage, damit da auch einfach nochmal ein bisschen mehr Licht am Start ist und so. Ja, vor allem hier so Straßenlampen. Und genau, und jetzt habe ich auch noch Folgendes gemacht, abgesehen davon, von diesen Maßnahmen, die ich hier ergriffen habe. Hier habe ich auch noch einen Durchgang gebaut hier drüben, wo man in der Mitte rein kann, nicht wahr? Wo auch vor allem die Förderbänder da nicht genau im Weg sind, sondern hier so oben drüber. Alles so ein bisschen mehr geordnet noch, ne? Weil das war ja beim letzten Mal noch ein bisschen provisorisch aufgebaut alles. Und jetzt hat das alles schön separate Räume und man kann da auch reingucken durch die großen Scheiben. Hat so ein bisschen was von so einer großen Corporate-Firma irgendwie. So ein Corporate-Headquarter. Dachte ich mir, dass ich mich davon mal so ein bisschen inspiriert. Ist es ja eigentlich auch. Es ist ja davon inspiriert. Es ist ja eine der Microsoft-Zentralen in Deutschland, die die Inspiration geliefert hat für das Gebäudedesign. Genau. Und da haben wir jetzt auf der anderen Seite ja unsere alte Anlage gehabt, nicht wahr? Und, oh? Na sowas? Wo ist die denn hin? Die Speck! Sie ist verschwunden, meine lieben Freunde. Guckt mal. Sie ist komplett gelöscht worden. Ein Stück Geschichte ist verschwunden aus meinem Spielstand. Komplett. Das Einzige, was noch dasteht, sind die Strommasten. Die habe ich nämlich erstmal dastehen lassen, weil ich nochmal jetzt checken muss mit euch gemeinsam, ob wir hier irgendwo irgendwelche abzweigenden Leitungen noch stehen haben, die irgendwo den Strom an eine wichtige Stelle leiten. Und ich möchte die Ölquellen, die vier, die es hier gibt, die wir jetzt auch tatsächlich mal auf einen Blick sehen können, weil nicht irgendwie ein Gebäude im Weg ist, die möchte ich jetzt
an dasselbe Netz anschließen und dieses Netz dann entsprechend über einen Stromschalter wieder separieren, damit wir die Prioritäten dann entsprechend, wenn Update 8 rauskommt, für diese Quellen, dass wir die dann entsprechend vergeben können. Also, dass die Quellen dann eine sehr hohe Prio haben, damit immer auch Öl transportiert wird, selbst wenn nicht genug Strom im System ist. Das ist ganz wichtig. Und das möchte ich eigentlich zumindest bei den Ölquellen, die auf der Welt wichtig sind für Stromproduktion, würde ich das eigentlich schon gerne auch machen wollen. Ich meine, man kann das insgesamt hier natürlich für alle Rohstoffquellen am Strand auch machen, theoretisch. Und ihr merkt wahrscheinlich schon, warum ich die Stromleitungen noch hab stehen lassen, die alten, weil sonst können wir hier nicht mehr rumfliegen mit dem Schweber. Dann wird das alles wieder ein bisschen schwieriger mit dem Bauen. Spielbär hat einen Teil der Geschichte gelöscht. Das ist leider so, ja. Das musste ich aber machen. Es ging nicht anders, ja. Es ging einfach nicht anders. Die Geschichte wollte es so. Dafür haben wir jetzt eine neue Geschichte geschrieben. An der Stelle. Die Geschichte schreibt sich permanent neu. Auch die Geschichte in diesem Spielstand. Genau, was wir auch brauchen, ist nochmal eine neue Hypertube. Und was wir auch machen können, ist, wir haben ja hier hinten das Katerium noch. Und das könnte man natürlich dann auch gleich, könnte man auch gleich separieren noch. Also, dass man das auch gleich noch mit auf dieselbe Line packt, weil das Katerium ist ja letztendlich auch wichtig. Daraus wird ja hier der Turbodraht hergestellt. Und wenn das nicht mehr fließt, dann wird der Turbodraht nicht mehr hergestellt, dann werden die Platinen nicht mehr hergestellt. Wenn die Platinen nicht mehr hergestellt werden, wird kein Gummi mehr verbraucht und kein Kunststoff mehr, also für die Produktion der Platinen und der Computer. Und wenn das passiert, dann staut sich das Zeug. Beziehungsweise, ja, der Schredder ist ja noch da, aber trotzdem, es würde halt mehr anfallen und könnte sich eventuell stauen, trotz Schredder, wenn entsprechende Mengen da anfallen. Nicht wahr? Hier ist der Schredder nochmal. Und dann hat man dann das Problem, ja, dass das Ganze dann eventuell auf den Turbotreibstoff sich dann negativ auswirkt, dass es dann vollläuft. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Das heißt, da müssen wir eigentlich auch mal was machen. So, jetzt muss ich erstmal aufklären, wie ist denn das jetzt eigentlich? Ich sehe da mehrere Stromleitungen in die Berge führen irgendwie hier hinten. Da zum Beispiel. Wo führen die eigentlich hin? Das ist so eine verdammt gute Frage. Wo genau führen die eigentlich hin? Führen die irgendwo hin zu einer relevanten Anlage oder was ist das eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Das wären zum Beispiel so Leitungen, die man dann perfekt durch Hochspannungsleitungen ersetzen könnte, nicht wahr? Oioioi, wen haben wir denn da? Rasten sie gleich alle aus, wenn ich hier in den Dschungel gehe. Das wäre perfekt für eine Hochspannungsleitung hier, für einen Hochspannungsmast. Das endet auch nicht einfach hier, sondern es geht tatsächlich weiter. Guckt mal. Ist das zufällig die Leitung, die das Ganze hier ans Hauptnetz verbindet? Übrigens, eine Info, die noch wichtig ist. Schienen sollen in Update 8 nach wie vor immer noch als Stromleitungen funktionieren. Das wird also nicht geändert. Also das heißt, wenn man jetzt keine Überlandleitungen benutzen möchte und trotzdem noch seine Schienen verwenden möchte für Langstreckentransport von Strom, dann geht das immer noch. Das wird nicht rausgenommen tatsächlich. Das hat Snut in einem der Dev-Streams, glaube ich, sogar nochmal gesagt. Also ist alles cool, was das angeht, ja. Hier ist der Avengers Tower. Was ist denn das für eine Leitung? Ja, guckt euch das mal an. Aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Leitung, würde ich sagen. Die sollten wir vielleicht vorerst noch nicht kappen. Weil ich glaube, die verteilt das so ein bisschen hier. Ja, guck mal. Die geht rüber zur Hauptbase. Es ist zwar ein bisschen sehr ums Eck gelegt, aber prinzipiell geht die zur Hauptbase und die sollten wir auf jeden Fall erhalten. Wenn sie nicht da hinten noch irgendwo abgeschnitten ist. Was sagt denn die Menge? Ach ja, genau. Apropos Strommenge. Ich habe offscreen tatsächlich mal bei dem höchsten AKW der Welt geschaut. Also nicht das Mega-AKW, was in der Senke drin ist, sondern das, was auf dem hohen Berg drauf gebaut ist. Ne? Und mir ist aufgefallen tatsächlich, dass dort die Produktion der Brennstäbe nicht lief. Weil irgendwie keine Quarzoszillatoren mehr aus dem Lager da drüben geliefert wurden. Und ich habe mich jetzt mal drum gekümmert, dass wieder Quarzoszillatoren aus dem Lager da drüben geliefert werden tatsächlich. Also das waren übrigens diese Schwankungen, die hier teilweise auch aufgetreten sind. Aber irgendwie sieht es schon so wieder so aus, als wäre da wieder irgendwas problematisch an der Stelle. Weil der Abstand hier zum Strom, huch, mein Kalkstein wollte ich eigentlich nicht nehmen. Der Abstand ist schon wieder kleiner geworden hier. Eigentlich müssten wir um die 70 Gigawatt produzieren an Strom, wenn alle Anlagen vernünftig laufen. Und da die gerade nicht
bei 70 Gigawatt ist der Output. Muss irgendwo irgendwas nicht funktionieren. Das sind übrigens hier die alten Megabänder. Das ist ja abgeholzt. Ja, genau. Ich habe an einigen Stellen tatsächlich auch mal die Clusterbomben benutzt, um ein bisschen Baumbestand loszuwerden. Ich dachte mir, das ist mal schlau, dass man mal ein bisschen besser sehen kann, was hier eigentlich so ist, ne? Und gehen mal zurück zur Anlage. Also da wissen wir jetzt erstmal, dass diese Stromleitung hier sehr wahrscheinlich sehr wichtig ist. Denn es kann sogar sein, oh nein, das war doof. Es kann sogar tatsächlich sein, dass wir hier gar keine andere haben, oder? Nee, warte mal, hier ist noch eine. Hier ist noch eine, die am Strand entlang führt. Aber führt die irgendwo hin? Oder führt die da nur zu der Kupferquelle da drüben? Das ist die große Frage. Was? Ich werde... Oh nein! Erstmal die ganzen hässlichen Viecher abknallen hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und wir haben hier, genau, das können wir wegmachen, glaube ich. Das wird ja nicht mehr mit dem LKW transportiert hier alles. Den haben wir ja schon weggemacht. Löschen wir das mal. Löschen wir mal alle Dinge, die wir wirklich nicht mehr brauchen. Warte mal, ist hier, hier ist eine Abzweigung von der Stromleitung. Die war, glaube ich, hier für das Ding. Das können wir auch wegmachen eigentlich. Die war für die Station. Ja, okay, ich glaube, das ist hier nur fürs Kupfer. Ja, genau, das ist hier für die Kupferverarbeitung und für die Quelle am Kupfer. Ansonsten dürfte diese Leitung eigentlich nirgendwo hingehen. Guck mal, hier, die endet hier sogar einfach. Warum auch immer, mach die mal weg. Alles, was so im Nichts endet an Leitungen, das ist wahrscheinlich auch einfach zum Fliegen gewesen. Das können wir einfach mal löschen, ja. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und das sind halt typische Kandidaten hier, wo wir dann eine Hochspannungsleitung verlegen können. Da oben geht noch eine Leitung hoch auf den Bogen, auf den großen. Weil ja da oben noch dieser Turm ist, dieser Scanner-Turm. Der Mapping-Turm. Und das, ja, das müssen wir mal auch überlegen, ob wir den überhaupt da lassen, ehrlich gesagt. Weil die Gegend ist ja schon aufgedeckt auf der Karte. Und ich glaube, ansonsten ist das eher irrelevant, würde ich sagen. Weil ich glaube, der zeigt uns ja nicht wirklich noch irgendwie was. Also ja, der würde theoretisch Gegner noch irgendwie ausweisen, wenn man rangeht halt an den Turm. Aber ansonsten ist der, glaube ich, eher sinnlos erstmal. Wir hatten den damals da oben platziert, weil je höher man diese Türme platziert hat, desto besser haben die die Karte aufgedeckt, die drumherum ist. Deswegen sollte man die möglichst auf den höchsten Punkt platzieren, damit die keine schwarzen Flächen auf der Karte übrig lassen. Deswegen steht der da oben. Aber ja, ist wurscht, brauchen wir eigentlich nicht. So, hier ist der tolle Bahnhof. Da wurde auch gerade geschrieben im Chat, dieses Gebäudedesign sieht eigentlich ziemlich cool aus mit diesen runden Ecken und so. Da könnte man doch mal ein paar mehr Gebäude in diesem Stil hier aufbauen. Und ja, im Grunde habe ich das auch schon überlegt, dass man das theoretisch mal machen müsste eigentlich. Dass man dieses mit den runden Kanten einfach auch noch mehr nutzt. Es braucht halt sehr viele Entities, weil man natürlich da mit diesen Säulen arbeiten muss. Aber es hat auch schon jemand im Live-Chat, hat jemand erklärt, dass er das bei sich auch mal gemacht hat mit diesen runden Ecken. Und er hat halt einen anderen Radius genommen. Er hat halt den Radius genommen. Ich zeige jetzt nochmal, wie ich das gemacht habe. Vielleicht ist vielleicht für den einen oder anderen auch mal interessant, nochmal das zu sehen. Also ich habe einen 4 Meter Beam aufgebaut. Dann mache ich einen 4 Meter Beam oben drüber. So, das ist meine Höhe gewesen. Ja, und das hier unten kann dann im Grunde weg. Der 4 Meter Beam, den hat derjenige durch einen 5 Meter Beam ersetzt. Also er hat einfach noch einen Meter oben dran gehangen. Und dann waren es 5 Meter und dann entsteht eine engere Kurve tatsächlich. Das ist erstmal kontraintuitiv, aber ja, es ist tatsächlich so. Wenn man den Radius hier oben größer wählt, dann wird die Kurve enger, die man da mit den Strukturen, mit den Säulen machen kann. Das sieht dann entsprechend so aus, ne? Da muss man dann hier mit dem Freeform an die Kante gehen hier oben. Dann sieht man, man hat jetzt eine Länge von 4,123. Und die hinteren 1, 2, 3, die müssen wir loswerden. Deswegen müssen wir hier vorne an den Schniepel nochmal mit Standard rangehen. Den hier nochmal wegmachen und dann nochmal mit Freeform an den gerade gesetzten Beam gehen. Und ihr seht, jetzt haben wir 4 Meter und nicht mehr 4,123. Und dann kann man das hier setzen und dann den nächsten. Und das muss man quasi dann einmal rummachen. Genau, wenn man den Radius enger wählen will, also wenn man mit weniger Säulen den gleichen 90-Grad-Bogen machen will, der aber auch kleiner ist dann die Ecke, dann muss man 5 Meter stapeln. Oder entsprechend 6 Meter, glaube ich, da geht es auch mit 6 Metern. Muss man dann gucken.
Muss man gucken, welche Größe man haben möchte. Man kann auch mal probieren, was passiert, wenn man den Radius kleiner wählt, also wenn man 3 Meter benutzt. Aber ich glaube, da wird es dann schon ein bisschen sehr stark, überschneidet es sich dann so teilweise. Das ist auf jeden Fall gut. Kannst du für den auf 4 Meter gekürzten Stutzen nicht eine Blaupause machen? Nein, das geht nicht. Das ist auch nicht sinnvoll, weil du musst den ja in einem jeweils immer anderen Winkel anordnen. Du musst den ja für jede Position der nächsten Säule, musst du den ja neu setzen. Das klappt nicht. Aber du kannst das Objekt insgesamt, wenn es dann fertig ist, als Blueprint. Das habe ich ja so gemacht. So habe ich ja die Ecken gebaut mit diesen Blueprints hier. Das ist viel sinnvoller und nicht den Beam. Das bringt dir nichts. Das bringt dir in dem Prozess nichts. Genau. Nee. Wir waren stehen geblieben, genau. Ich habe mich jetzt schon wieder hier verstrickt in Abschweifungen hier, genau. Wir waren stehen geblieben bei den Quellen des Öls. So, und ich werde jetzt mal eine Foundation hier rüberziehen. Am besten eine. Warte, nehmen wir uns mal hier die Zementa Foundation. Und die ziehen wir uns mal rüber, weil dann können wir nämlich die Ölbohrtürme, die können wir schon mal am korrekten Raster ausrichten, weil die haben, glaube ich, momentan noch das alte Raster von den alten Anlagen. Und das ist natürlich ein bisschen falsch. So, zieh das mal vielleicht erst einmal runter mit Vertical, genau. Das können wir ja dann wieder weglöschen. 1000 Zement habe ich. Na, mal gucken, ob das klappt mit 1000 Zement. Bin mal gespannt. Wie weit können wir da noch runter? Okay, das ist jetzt schon sehr weit unten. Dann zieh das mal rüber jetzt mit Soup. So, guck mal. Dann können wir die nämlich gleich auch parallel zu der Anlage ausrichten, würde ich sagen. Dass die so ein bisschen darauf zuzeigen vielleicht. Ah ja, guck mal. Hier braucht man doch noch eine Höhe dazu, würde ich sagen. Machen wir das mal auf die Höhe dann. Oder vielleicht kriegen wir noch eine oben drauf. Ich muss halt gucken, dass ich den Abstand so wähle, dass ich die Quelle noch setzen kann. Muss ich mal gucken. Ich mache die Quelle mal kurz weg. Die müssten auch übertaktet sein eigentlich. Den alten Boden macht man mal weg. Das alte Rohr macht man mal auch weg. That's what she said. Aua. Und dann, genau, setzen wir das mal so hier hin. Kann ich die Quelle da jetzt noch setzen? Ölbombe. Ja, guck mal. Und es geht sogar im Raster. Nicht schlecht. Da ist sie sogar richtig ausgerichtet. So, damit das jetzt nicht zu lange abgeknippert ist, schließen wir da jetzt mal gleich das Rohr wieder an. Weil das ist ja unsere Versorgung für einen Turbotreibstoff, nicht wahr? Und wir setzen mal jetzt schon einen Mast direkt mal daneben. Wo war die Dings? Da oben. Setzen wir den Mast mal hier hin. So, und jetzt schließe ich das aber vorübergehend erstmal noch ans alte Netz an. Aber wir haben jetzt schon mal hier diesen Mast, der neu ist. Die neuen Masten sind schwarz. Daran kann ich es auch erkennen. Ich habe jetzt hier mal als Standardfarbe schwarz gewählt, weil die Gebäude im Inneren sind auch schwarz als Standardfarbe. Komplett schwarz. Und es passt ja zum Öl eigentlich auch, wenn die Quelle schwarz ist. Also das ist ja eigentlich eine coole Dings. Man könnte auch mal hier ein bisschen das Gestrüpp mal wegsprengen eigentlich. Weil der Plan wäre jetzt auch, schön neben der Ölquelle eine Clusterbombe zünden. Genau. Der Plan wäre jetzt auch, dass man ja hier, wie gesagt, dann auch noch ein Gebäude vielleicht auch drumherum baut um jede Anlage. Das wäre ja auch eigentlich mal ganz nice. So, ich kriege gerade den Hinweis aus dem Chat, aus dem Off quasi, dass ich die Quelle noch übertakten muss. Ein sehr guter Hinweis tatsächlich. Ja, die muss nämlich auf 300 laufen tatsächlich, sonst kommt da zu wenig rein. Sehr gut aufgepasst, sehr gut aufgepasst. Und da wird auch gerade geschrieben, ich weiß jetzt, wen Spielbär synchronisieren könnte. Den kleinen Brillenheini von Ghostbusters. Was? Ach, Rick Moranis, okay, ja. Der kleine Brillenheini von Ghostbusters. Herrlich. Hilfe, in meiner Wohnung läuft ein Bär frei rum. Hilfe. Okay, wem von euch gehört der Hund? Ja, genau, sehr schön. So, dann machen wir mal hier, ne, und so. Ich glaube, ich habe da hinten sogar noch ein Fahrzeug, das ich noch wegmachen muss, tatsächlich, wo ich gerade davon spreche. Ja, müssen wir mal hingehen, oder? Das müssen wir mal wegmachen. Oh, da ist noch eine Kiste. Wie gesagt, das war hier ein ganz schöner Akt, diese Anlage hier abzureißen. Also, das war wirklich ein krasser Hassel hier. Ihr wisst ja, was hier alles stand und was hier für ein Chaos war. In den letzten Episoden habe ich ja ab und zu noch mal ein bisschen gezeigt, was hier noch war. Ich muss sagen, es ist schon befreiend, wenn hier jetzt diese Durcheinanderanlage nicht mehr ist. Ja, hier sehen wir noch eine alte Brücke, das ist auch schön.
Eine alte Brücke. So hat man früher Brücken gebaut, als es noch keine, ja, diese Rampen mit der Unterseite zum Beispiel gab, ja, diese invertierten Rampen, die wo auch gleich die Unterseite mit dran ist und so, oder die Oberseite. Und genau, hier haben wir noch ein altes Fahrzeug, das da früher immer hin und her gefahren ist. Dieses Fahrzeug ist eigentlich ein historisches Objekt, weil das ist, glaube ich, seit, naja, auf jeden Fall seit kurz nach dem Weekend Alpha müsste das unterwegs sein, weil nach dem Weekend Alpha kamen ja dann die Ölquellen und Ölverarbeitung rein und das war ja dann das Erste, was wir hier gemacht haben. Und seitdem fährt das darüber oder fuhr darüber und hat da immer die Eisenbarren abgeholt. Tja, no more, my friend, no more. Das ist no more. Machen wir das mal weg. Zack. Gelöscht. Eiskalt aus der Existenz getilgt. Nicht schlecht. So muss man das mal machen. So muss man das mal machen. Ja, ich weiß noch, wie wir hier damals rumgetingelt sind, ey, in der Gegend, ey. Aber ich muss auch mal sagen, auf einmal habe ich hier viel mehr FPS, wenn ich die ganzen alten Anlagen gelöscht habe, ey. Ich habe plötzlich viel mehr Frames. Ab und zu hakelt es mal, wenn ich in Richtung von der Anlage gucke, die jetzt natürlich die Frames absaugt wieder. Aber wenn ich in die Richtung gucke, habe ich tatsächlich gefühlt ein bisschen mehr. Einfach rückwärts laufen und die Anlagen nicht angucken. Das ist die Lösung. So, den Strommast da oben, den können wir schon mal wegmachen, wa? Den brauchen wir nicht. So. Jetzt ziehen wir mal hier die Foundation noch weiter darüber, weil wir wollen ja da entsprechend dann auch das Fundament am Start haben. Löschen wir mal das hier. Ah, guck mal, da ist sogar noch. Nein, da ist sogar noch eine von den alten Wasserquellen, die man damals noch irgendwie so komisch platzieren konnte. Guck mal, so. Hier war irgendwie mal so ein bisschen Wasser gewesen und damals musste einfach nur der Wasserlayer am Start sein, damit man die Quelle platzieren konnte. Man musste aber nicht diese Maxi, also diese Tiefe haben, ne? Das wird ja jetzt immer gesagt, ja, die Quelle muss auf einer Tiefe platziert werden, im tiefen Wasser. Musste man damals tatsächlich nicht. Deswegen steht das Teil hier und das fördert sogar, glaube ich, noch. Warte. Ich muss das mal gerade ausprobieren. Ich glaube, das pullt sogar noch Wasser raus. Ja, guck mal. Haha! Eine Sandquelle. Okay, das ist natürlich auch fast schon historisch eigentlich. Die müsste man eigentlich stehen lassen. Die lassen wir mal stehen. Die machen wir mal nicht weg, glaube ich. Die ist so geil irgendwie, dass das noch geht an der Stelle. So, dann zieh das mal hier so rüber. Das Fundament, genau. Und dann orientieren wir uns mal hier direkt. Mit dieser Anlage. Guck mal, jetzt schwebt die nämlich auch. Wir orientieren uns wieder. Ja, wir können uns da in die Richtung wieder zu der Anlage orientieren, genau. Strom ran wieder. Wieder mit einem separaten Mast. Den mal wieder hier hin. Nehmen wir mal. Den stellen wir mal hier hin. Und natürlich auch direkt wieder anschließen. Auch wenn wir hier die ganzen Strommasten natürlich nochmal neu setzen müssen, langfristig. Und übertakten. Nicht scheiße im Spiel mehr. Nicht die Übertaktung. Weil 600 Kubik brauchen wir schon. Und die Leitung wieder dran. Guck mal. So, ich hoffe, das passt jetzt. Dass das auch entsprechend nach oben transportiert. Weil das Ding war nämlich vorher 1 Meter höher. Jetzt ist es 1 Meter tiefer. Das kann sein, dass das vielleicht sogar ein Problem ist mit der Fähigkeit, das auf die richtige Höhe zu pumpen. Weil jede Anlage kann ja 10 Meter oder 12 Meter hochpumpen, ohne dass eine Pumpe gebraucht wird. Jetzt ist die Frage, sind das hier diese 12 Meter? Oder fehlt jetzt 1 Meter? Da müssen wir mal gerade schauen. Ich meine, ich merke es spätestens dann, wenn mir der Turbotreibstoff wegbricht. Weil das hier ist, glaube ich, schon die wichtigere Line von beiden, die auch auf jeden Fall passen muss. Hier haben wir Öl. Momentan 10 Meter waren es. Okay, momentan sieht es aber noch gut aus. Ich glaube, die Ausfälle hier sind nicht ölbedingt. Die sind, glaube ich, zu viel Schwerölrückstand sind die, glaube ich, bedingt. Ja, genau. Das ist aber okay. Der Schwerölrückstand wird in einem Maß verbraucht, dass das passen sollte eigentlich. Ich glaube, man könnte sogar eine zweite Turbotreibstoffline schon aufmachen mittlerweile. Die Anlage würde es hergeben, dass man hier die Mixer auf der Seite noch auch aufstellt, dann nochmal die Anzahl der Raffinerien so grob verdoppelt, weil wir haben ja noch
Guck mal, wir haben eine 300er Quelle komplett ausgezapft jetzt und eine 600er, die komplett gezuzelt wird. Dann sind aber immer noch eine 300er und eine 600er übrig, glaube ich. Ne, das ist ja die da, die eine da, das ist die 300er. Die, die wir gerade reaktiviert haben, ist, meine ich, die 600er gewesen. Und das hier, das ist auch eine 600er nochmal. Jetzt muss ich aber mal gucken, die scheint hier auch angeschlossen zu sein. Ne, okay, wir haben zwei 600er. Wir haben die zwei 600er schon am Laufen, okay. Dann ist die 600er hier aber noch nicht ansatzweise ausgelastet, glaube ich. Die, das ist hier die 300er. Und die endet hier. So, und dann haben wir hier... Muss ich mal gucken. Hier müsste irgendwo... Ja, hier genau. Hier fängt dann die zweite 600er an, okay. Ich muss mir das mal genau ausrechnen, wie viel da jetzt eigentlich genau verbraucht wird und ob man da vielleicht nochmal ausbauen könnte. Aber eigentlich müsste da noch Spielraum sein. Wie gesagt, und eine 300er gibt es ja auch noch. Eine 300er gibt es ja auch noch. Die da ganz hinten. Aber 300 ist halt nicht so viel, ja. Das machen wir auch mal. Alter, diese fliegenden Masten. Das war übrigens damals mal die Hauptenergieleitung zu den Brennstoffgeneratoren tatsächlich. Nur jetzt sind keine Brennstoffgeneratoren mehr da. Jetzt ist da gar nichts mehr da an der Stelle. So, dann pullen wir das mal darüber. Das reicht, glaube ich, auch vom Zement gerade so aus. Und dann ist die große Frage, können wir da jetzt diese Anlage noch auf diese Höhe bringen hier? Müsste aber eigentlich gehen. Dann steht sie auch nochmal eine Idee höher. Ich glaube, das ist auch für die Transportfähigkeit des Öls nach oben, ist das, glaube ich, nur förderlich, wenn die Anlagen nochmal ein bisschen höher stehen. Förderlich, höhö. Das Öl ist förderlich. Weißt du, Bescheid. Nein, da ist immer noch dieser blöde Spucker drin. Ist mir jetzt, ja, ich muss das jetzt hier machen. Mach das mal weg. Kiste ist nicht entstanden, das ist schon mal gut. So, dann setzt die Pimpe. Ja, setzt sie da in die Richtung von mir aus. Nice. Und Stromo. Schnell. Wir haben doch keine Zeit. Und dann da dran und Charts rein. 600 und anschließen. Können wir ja mal so ein bisschen hier so rumlegen einfach. Da kommen wir nicht rein. Das ist zu weit weg. Guck mal, das müsste jetzt eigentlich von der Höhe besser passen noch. Müsste eigentlich nochmal einen Meter jetzt Spielraum haben zusätzlich. Okay, so, dann haben wir sie alle... Ne, Moment, die da hinten fehlt noch. Die angeschlossenen haben wir jetzt alle auf die richtige Höhe gebracht. Jetzt fehlt aber noch die da drüben. Die noch nicht angeschlossen ist, die muss auch noch mit dran. Am Strand kann man mit den vier Quellen maximal 1800 Rohöl pro Minute fördern. Alles klar. Ja, stimmt. 2x600 sind 1200. Und dann nochmal 2x300. Also 600 sind 1800. Das stimmt. Das ist korrekt ausgerechnet. Absolut korrekt. So, dann... Mach mal hier noch die Quelle oben drauf. Jawohl. Sieht auch besser aus, wenn die auch auf dem Fundament draufstehen. Muss man auch einfach mal jetzt sagen, ja. Und dann machen wir mal jetzt hier den Anschluss unter dieser Nummer. Den machen wir dann mal hier hin. Da ist ja die Leitung auch gar nicht mehr am Start. So, ich schließe die jetzt mal an, ja. Aber ich lege jetzt gleich nochmal eine neue Leitung. Wir müssen das nämlich alles erstmal zu einem Zentrum zusammenführen. Das müssen wir dann an einen Schalter dranhängen. Und diesen Schalter müssen wir dann ans Hauptnetz hängen. Und dann können wir die anderen Masten, alle die nicht schwarz sind, die können wir dann hier erstmal wegmachen in der Gegend. Ja, dann kommen wir nämlich so jetzt erstmal nicht durcheinander. Über jetzt welcher Mast jetzt nochmal wo war. Und ich würde sagen, wir machen das mal so in der Mitte. Vielleicht. So ein mittleres Gebäude. Zwischen den Anlagen. Warte mal, wo ist denn so ziemlich die Mitte zwischen den Anlagen? Die Mitte zwischen denen ist ungefähr... Na, ein bisschen noch nach da raus. Weil die Anlage da drüben, die zieht das so ein bisschen... Die zieht das so ein bisschen nach drüben, die Mitte. Müsste ungefähr hier irgendwo sein, würde ich schätzen. Da ist die eine, da ist die und da drüben ist die... Dann bauen wir jetzt hier den Regulator.
den absoluten ultimativen Regulator. Hier Strom zu mir, also Schalter zu mir, genau. So, dann stellen wir da das Ding hin, genau. Ich weiß nicht, machen wir hier nochmal eine Lichtunterteilung für die Quellen? Könnte man eigentlich machen, dann können wir die Quellen auch mit Lampen ausstatten noch. Wäre ja auch mal ganz cool. So, das nennen wir jetzt... Ne, Moment. Nennen, nicht umbauen. Das nennen wir mal... Turbostrand. Turbostrand... Quellen. Ölquellen. Kann man da Umlaute benutzen? Ölquellen, okay, gut. Ölquellen. So. Genau. Und dann machen wir hier hinter mal schon eine Wand. Da können wir nämlich dann den Stecker dran machen, den Umleitungsstecker. Und den können wir dann schon mal hier ins Licht reinstecken, weil das ist dann hier entsprechend Turbostrand Öl Licht. Nennen wir das hier mal nur Öl, sonst ist das immer so lang. Turbostrand Öl. Turbostrand Öl. Turbostrandöllicht. Hervorragend. Da wissen wir, wie es heißt und wissen, wo es ist. Der Name ist relativ eindeutig. So, dann ziehe ich mal eine neue Line. Hm, die ziehe ich jetzt einfach mal... Hier, die brauchen wir ja alle nicht. Die ziehe ich jetzt einfach mal... Ja, wo ziehe ich die hin? Das ist eine gute Frage. Das wäre ja dann da, wo der Hochspannungsmast wahrscheinlich auch langläuft. Am besten durchs Wasser. Am besten so ein bisschen schräg weg durchs Wasser. Erstmal. Weil da machen wir ja dann Hochspannung draus. Dann irgendwo da hinten ans Hauptnetz anschließen. Da endet, glaube ich, sogar eine Leine. Guck mal, da könnte man das super anschließen. Ja, wir brauchen hier definitiv Hochspannungsmasten. Jetzt kann man hier nicht fliegen. Warte mal, hat der hier Strom? Hat du Strom? Hast du? Ja, du hast. Okay. Komme ich von da nach da drüben? Yes, okay. Sehr schön. Passt. So, dann können wir die restlichen jetzt eigentlich schon mal entfernen. Vielleicht vorher noch die Schalter aktivieren. Und dann können wir die Strommasten wegmachen. Und dann haben wir es schon mal separiert jetzt hier. Also, ja, wir müssen noch die... Nein, haben wir noch nicht. Moment, Spielbär. Du musst noch die Strommasten auch an diesen Verteiler anschließen. Herrgott, noch eins. Von hier kommen wir dahin. Okay, das machen wir mal so. Von hier kommen wir... Es sind schon... Okay, warte mal. Ich mache da mal einen Zweier draus. Sonst kriegen wir die, glaube ich, nicht angeschlossen. Da, genau. Da kommen wir nicht hin, oder? Leitung zu lang. Okay, dann müssen wir hier mal eine Zwischenleitung setzen. Hatte ich jetzt den Schalter schon umgelegt? Ist noch quer verbunden momentan. Muss man jetzt natürlich berücksichtigen, ne? Weil die hängen ja noch an denselben Leitungen gerade dran. Ja, das Licht können wir ja schon mal anmachen, genau. Auch wenn das gerade keine Verbindung hat. Egal. Da brauchen wir dann noch die Konsole da. So, Moment. Gib mal das hier her, genau. Und dann gehen wir mal da drüben hin und schließen das auch noch an. Ja, und das müsste man eigentlich mit allen Rohstoffquellen auch so machen. Dass die halt auch eine extra Priorität bekommen können in dem neuen Stromnetz. Das wäre eigentlich schon ziemlich schlau. Die Leitungen müssen doch hinter den Schalter. Sind sie doch. Verstehe ich jetzt nicht. Wie meinst du das jetzt hinter den... Sind sie doch. Das kommt doch hier eh alles weg, diese ganzen Leitungen. Immer mit der Ruhe. Wird gleich alles eindeutig, wie ich das meine. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen schwer, das alles so wörtlich zu erklären. Kann man sich, glaube ich, alles gerade nicht so vorstellen. So, der Plan ist jetzt hier, die abzuschneiden. Die jetzt noch quer dran hängen. Na, nee, das war die falsche. Moment, das war jetzt die falsche. Die war jetzt falsch. Ich muss die abtrennen hier, genau. So, und dann da drüben noch. Die sind separat, genau. Ich wollte es gerade sagen. Das Einzige, was gerade quer verbindet, das sind die dann noch an den anderen Masten dran hängen, genau. Die hier, die bei den Anlagen stehen. Damit das nahtlos ist. Damit das, wenn ich die jetzt abnehme, die nicht zu lange stillstehen. Wir machen gleich einen Abschaltungstest und gucken mal, ob das funktioniert, ja. Machen wir gleich alles. So, jetzt müsste hier auch gleich bei der Drohne eigentlich das Licht ausgehen. Ah ne, okay, die ist von der anderen Seite dann wahrscheinlich angeschlossen. Die Verkabelung ist halt jetzt schon wieder anders als bei dem Schalthaus-Blueprint. Das hat mich verwirrt.
Ja, das Schalthaus war ja noch aus einer Zeit, wo wir nicht wussten, dass ein entsprechender Prioritätenschalter kommen würde. Das ist ja noch davor entstanden. Das heißt, das Schalthaus ist eigentlich schon wieder ad acta. Das ist ja schon wieder hinfällig eigentlich. Man müsste das Schalthaus-Blueprint jetzt dann auch neu machen, entsprechend mit dem Prioritätenschalter, wenn das Update dann rauskommt. Weil eigentlich macht ja nur der Prioritätenschalter jetzt Sinn. Der Standardschalter ist ja eigentlich... Für was braucht man den eigentlich noch? Das ist ja höchstens ein Notaus. So eine Art Kill-Switch vor Ort. Aber wie gesagt, braucht man ja eigentlich nicht mehr. Man kann ja jetzt remote dann über dem intelligenten Schalter aus dem Update, kann man ja alles aus der Ferne schalten. Man muss ja nicht mal mehr am Schalter stehen, um das zu machen. Von daher, ja, glaube ich auch nicht, dass wir den Standardschalter dann noch brauchen. Schön wegmachen alles. Ja, wollte ich euch mal zeigen, wie meine Logik da auch ist. Beim Umbau vom Stromnetz für die Ressourcen. Also wie gesagt, das ist jetzt hier die erste Location, wo ich wirklich für die Ressourcen das Stromnetz auch separiere. Aber das mache ich natürlich deswegen, wie gesagt, weil die Ölquellen entsprechend eine hohe Prio haben müssen. Wenn der Strommarkt knapp ist, muss das Öl weiter fließen. Das Speis muss fließen, das darf nicht aufhören zu fließen. Egal was passiert, Strommangel darf nicht das Speis, also das Öl, unterbrechen. Ja, das muss immer weiter fließen. Das Spice ist heiß. Ja, ist noch so ein komischer Mast, der da einfach in der Luft hängt hier. Das ist eine einzige Masturbation hier, ich sag's euch. Wie viele das sind, aber wir haben sie gleich alle weg. Ja, da hinten geht jetzt noch eine Leine zu dieser einen Eisenverarbeitung. Aber die wird ja momentan auch nicht gebraucht für irgendwas. Insofern mache ich mir da jetzt erstmal keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass das zum AKW geführt hatte. Ich meine, die müsste jetzt komplett stromlos sein eigentlich. Ah, ist sie nicht, okay. Jo, Produktion 5, oh, das sind 6 Gigawatt. Ne, das ist wohl doch die Leitung, die zum AKW führt. Okay, da müssen wir die doch, da müssen wir die wohl doch dran lassen. Sonst ist das AKW abgeknippert, das höchste AKW der Welt. Hoffentlich habe ich mir jetzt hier nicht einen Stromausfall generiert. Aber die Anlagen da drüben laufen noch, das kann eigentlich nicht sein. Das heißt, das müsste passen. Ne, warte mal, da müssen wir das hier mal so, mal schnell nochmal... Ah, stimmt, wir haben ja Batterien, genau. Wir haben ja Batterien. Wenn irgendwas ist, dann übernehmen die ja. Ich glaube, ich habe mir gerade meinen AKW abgeschnitten. Entweder habe ich Tscherno abgeschnitten oder das höchste AKW der Welt. Eins von beiden. Ja, dann wisst ihr Bescheid. Dann haben wir ja gleich die Route für die Hochspannungsleitung, ne? Eigentlich. Die muss ja dann hier entsprechend dann zum AKW führen. Am besten durchs Wasser. Dann stört sie uns nicht, wenn wir hier noch was bauen wollen. Jetzt müsste es wieder eins sein. Jawohl, jetzt ist es wieder eins, alles gut. Boah, das war aber ganz schön knapp, ne? Gut, dass ich das noch realisiert habe. Ich hätte nicht gedacht, dass hier die Leitung zu einem von den beiden, entweder Tscherno oder das höchste AKW der Welt geht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber offensichtlich war es so. So, jetzt machen wir noch den Abschaltungstest, ob es jetzt alles richtig angeschlossen und verkabelt ist. Wenn ich jetzt hier abschalte, müsste eigentlich die Ölförderung eingestellt werden. Maximale Konsumtion 442. Rot, rot, rot und rot. Hervorragend. Dann wieder anmachen. Nice. Und im Update entsprechend wird das hier dann ein Prioritätenschalter sein, der dafür sorgt, dass wir eine Prio vergeben können. Und wenn wir die Prio vergeben, dann passt das auch. Genau, guck mal, jetzt haben wir auch wieder 68 Gigawatt. Das sieht doch auch schön aus. Nice. So, das hier muss jetzt dann entsprechend noch... vergrößert werden hier, die Betonfläche und so. Und jetzt haben wir ja da hinten noch die Katheriumquelle. Das müsste man eigentlich auch nochmal separat aufziehen, vielleicht nochmal einen Extraschalter machen. Und die Kupferquelle eigentlich auch. Eigentlich müsste man wirklich alle Rohstoffquellen ganz eiskalt umswitchen. Das wäre eigentlich schon eine wichtige Sache. Dass die halt auch hohe Prio genießen. Zumindest, wie gesagt, alle für die Energie relevanten. Ersetzt du den Schalter nach dem Update mit dem intelligenten? Ja genau, das ist der Plan. Es ist jetzt aber schon so, dass ich das Netz mit den vorhandenen Schaltern schon aufbaue, wie ich es haben will, damit ich dann nicht rumrätseln muss, wenn dann das Update da ist. Dann muss ich nämlich einfach nur die Schalter austauschen, nur noch die Prio vergeben und dann ist es sofort aktiv. Ja, also dann habe ich jetzt quasi den Löwenanteil der Arbeit jetzt schon gemacht und es ist ja einfach dann nur ein Austausch des Schaltersystems. Ja, mehr ist es ja dann eigentlich gar nicht.
Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt, den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.